Hasse? Sergeant Rumpel nehme ich an. Auf jeden Fall nehme ich Sergeant Rumpel an. Sehr gut. Also, liebe Leute, wir sind ab jetzt bei Hounds online drin. So, ich bin bereit. Ich bin bereit. Sergeant Rumpel ist der Teamführer. So, ich werde jetzt einfach alle einladen, die hier bisher befreundet sind, weil es können halt nur 4 weitere mitspielen. Mehr geht nicht. Ich lade alle ein und der schnell, am schnellsten ist, ist am besten. So. Zack. Bin ich alle eingeladen, mal gucken, wer reinkommt. Ich bin sehr gespannt. Lara, Battle Commander, Flake Muffin und... Oh, Level 8. Yes, Battle Commander Dead for the win. So. Dead Now for the win. Geil. Ich hab ja, aber die besten, es wird ja auch dementsprechend Männer. Schwerer. Also wir spielen jetzt, wie gesagt, Koop. Es gibt mehrere Modi. Ja, es gibt einmal den Koop. Also alle müssen mal ready drücken, bitte. Battle Commander. Battle Commander, einmal ready. Jawohl. Um recht, bitte. Danke sehr. Genau, in 5 Sekunden startet das Spiel. Wir spielen jetzt Koop, das ist so eine Art Kampagne, wie bei Left 4 Dead, ja. Wir laufen, ich meine, die ganzen anderen, die haben schon bis Level 8 gespielt. Ich meine, die haben das schon so weit gespielt, die haben das schon... Geh ist Taschenlampe, ist ja albern. So, hier sitzt ja alle. Hier, Lara, ja, Flake Muffin, Ossel, die sehen alle so aus wie in echt übrigens. Ich bin grau. Rumpels, was ist das hier? Ach, Rumpels Recken. Bei Dead Now hat schon einen Clan eingerichtet, weil der so viel Geld hat. So, attention. Es geht los. Aim of this mission. Infiltrate the machine room at Batangas Station. Batangas Station. Hey, was? Was ist da? Vorsicht, von links kommen welche. Bam, bam. Oh, halten die mehr aus als gestern? So, das muss ich jetzt mal kurz zeigen, wie das nämlich aussieht, wenn ich hier mal... To make things worse, all the roads have been blocked. Watch yourselves, people. Am I clear? F, ne? Ja. F sieht gut aus. Könnt ihr mal Schnauze halten jetzt? Ich will Zombies schnetzeln in Ruhe. Ey, der Dead Now rennt wieder vor ohne Ende. Da muss man hier mehr im Team spielen. Wir müssen das Ganze genießen, ja? Zombies schnetzeln genießen. Hier, guck mal. Der Zombie läuft von mir weg. Zack, zack, zack. Oh. Ist der Dead Now ein Error, der Typ? So, Achtung, da kommt noch einer. So, das ist natürlich am Anfang... Oh, ich glaube, es ist fast ein bisschen laut. Halt mir mal den Rücken frei. Ich muss da ganz kurz in die Settings rein und den Sound noch ein bisschen. Was ist hier mit diesem Gerät? Können wir das irgendwie benutzen? Ja, ich weiß nicht, ob das jemand eingestellt hat. Lieb. Achso, nee, ich kann nur drüber springen über das Ding. Ja, ich auch. Ey, wir müssen hier warten, bis das andere Auto auch noch zusammengefallen ist. So, man hat 2 Hauptwaffen. Nämlich einmal, ich habe eine Shotgun und ein ganz normales Missile. Liegt beides nämlich auf 1. Genau, das ist so ein bisschen ungewöhnlich. Bei Doom war das auch so. Echt? Ja. Weiß ich nicht. Ich kann auch laufen. Ich kann laufen, ihr nicht. Doch, ich kann auch laufen. So, ja. Da, komm. Wir sehen auch gleich so ein bisschen Zombie-Monster, die man doch auch schon mal gesehen hat. So von hier, nämlich diese hier, die so explodieren. Die kennt man aus Dead Island so ein bisschen. Diese verbeulten, komischen... Hier muss man einmal anschießen, dann explodieren die so. Breeder aber springen kann man leider nicht. Das nee, man kann nur hier so Rollen drehen. Aber die sind ganz sinnvoll, diese Rollen. Ja, auf jeden Fall. Zum Ausweichen kann man auch seitwärts machen. Ja. So. Wobei das ist ja so eine Gameplay-Sache. Vielleicht haben wir das so gemacht wegen, wie heißen die immer, Doublepad. Controller. Hey, Ismail, die Idee. Herzlich willkommen in der Familie Rumpel. So. Yes! Ah, oh, ich hab den geschnetzelt. Vorsicht, da kommt noch einer. Oh. Rums, den hast du richtig schön abbekommen. Man heilt übrigens immer nach kurzer Zeit sich wieder auf. Ihr seht links unten mein Health-Balken. Man heilt sich auf. Ja. Man heilt sich immer so einiges auf. Hat Alter. Was von Left 4 Dead, finde ich auch total. Also es macht auch echt Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, hier ist schon ein fetter Ah, das ist ein dicker, ja. Der ist auch Dead Island-Style, finde ich, ne? Bam, weg ist er. Alter, wie wir gestern zu zweit daran gekämpft haben. Und jetzt ist der einfach schnell weg gewesen. Ja gut, aber wir waren auch nur zu zweit. Jetzt sind wir 8, ne? Ja, genau. Aber ich fand's auch ehrlich gesagt gestern nett. Ja, so also es macht Spaß, das so einfach so ein bisschen in Freundeskreisen zu spielen, wenn man sich auch so ein bisschen absprechen kann. Weil also die letzte Mission, die ist immer so ein bisschen haarig. So, hier muss man einmal repairen, das kostet ein bisschen Gold, das kriegt man während man schnetzelt immer dazu. Und man muss auch Munition nachkaufen. Wenn ihr seht, hier,
Ja, ich habe momentan 2700 Gold, also man kriegt echt eigentlich genug Gold, um sich da auszurüsten immer wieder. Und also Friendly Fire, ne? In diesem Zusammenhang war es noch nicht Pay to Win. Oh, er ist hinter mir her, helft mir! Jawoll! Also blutig ist es ja schon. Ja. Muss ich sagen. Achso, es gibt auch Granaten natürlich und ihr seht links unten 4 und 5. Wie gesagt, das Vorbereitung, ja, das habe ich schon geschrieben. Wir haben das mal richtig ausprobiert hier, das Spiel, bevor wir es jetzt hier im Livestream gespielt haben. Hast du jetzt auch was Geld bekommen? Gekriegt. Ja, so, jetzt 122 Schmarrn. Jetzt wird geschnetzelt! Ja, kannst du bitte warten? Nee, hier. Oh, ich habe einen Ordner gekriegt. Das war ganz gut. So. Fried. Now let's see to the ones that are underdone. So. Oha. Oh, oh, oh. Hast du einen großen wieder? Nee, aber viele kleine. Ah! Ey, so eine komische Schnitte ist auf mich drauf gesprungen. Geil. Passiert mir ständig. Wieder am Wochenende gewesen, ne? So, Kokonen, Breeder. Oh, Breeder, ganz viele Breeder. Und ein Dicker. Oh. Ja, daneben. Man kann einen ja auch wiederholen, ne? Das ja. Finde ich auch sehr cool. Genau, und zwar relativ schnell. Also man muss nur einmal hin und dann Space drücken, dann ist das auch schon erledigt. Ich glaube, dieses Mal schaffen wir es, weil wir haben die gestern nicht geschafft, die Map, als wir zu zweit gespielt haben. Oh, das soll man nicht immer alles sagen. Nicht immer alles verraten, so ein Nubik. Ja, wir sind halt total durch, war alles kein Problem. No Equipment to Repair. Mal ein bisschen Ammo kaufen, ne? 91 Gold, ganz schön teure Ammo. Dafür, dass wir die Menschheit retten, finde ich das teuer. Ja, tun wir das? Ja, tun wir natürlich. Vor der Zombie-Apokalypse, was sagst du denn? Akupalypse. So, Achtung. Magst du Helge Schneider eigentlich? Da hat einer auch schon, ich glaube, irgendjemand hat so einen Granatenwerfer. Das ist natürlich auch ganz geil, weil die machen halt richtig schön auf Distanz auch Schaden. Oh, da würde ich jetzt, mit unserer Truppe voll reingehen. Auf jeden Fall. Volle Kanne. Ich glaube, wir müssen dann doch nochmal hier bei den Settings ein bisschen bei der die Musik nochmal ein bisschen mehr anmachen. Und magst du Helge Schneider? Helge Schneider? Warum nicht? Ja. Weil ich den gerade nachgemacht habe. Da fällt der Weizen um. Richtig. Ah, schön. Hier, der Sightseeing-Beauftragte muss man wieder ein Auge riskieren. Also, komm mit, komm nach. Du bleibst hinterher. Zurück. Die Community macht schon wieder alles kaputt hier. Lauf mal hier durch. Ach so, das Problem ist, wenn man sich nicht beteiligt am Ballern, dann steigt man nicht auf im Level. Oh. Dann, das rächt sich. Das rächt sich? Ja, auf ja, lange weil man dann sowieso. Weil man dann schlecht ist. So. Irgendjemand kann hier auch so Heilpots und sowas schon setzen. Natürlich ganz geil. So, einmal hier runter. Oh, ich bin ich finde ja so missionsbasiertes Spielen immer ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so reines Deathmatch und so, also finde ich nicht so spannend wie so missionsbasiert, wo man irgendwas erreichen muss oder was schaffen muss, finde ich eigentlich ganz gut. So. Oh. Hey. War ich doch wieder hinterher. Naja. Munition brauchte ich auch nicht aufladen. Naja. So, hier geht's weiter. So, jetzt will ich aber auch mal ballern. Lass mir mal einen über. Nö. Sind alles meine. Hit. Bei mir stand Hit. Hit. Also werde ich einen erwischt haben. Oh, diese Ecke war ja unangenehm, ne? Ja, aber das ging doch alles. Das ging doch alles, ja, das stimmt. Aber jetzt kommen die Soldaten, die auch ballern können, mit rein. Siehst du das? Stimmt, ja, ja. Die Wild Troopers. Oh, das, ich habe gegen Blutflecke geschossen. So, ich habe noch mal ein bisschen Fabric aufgesammelt. Bam! Ah, hier liegt Ammo rum, das ist gut. Ey, da müssen wir schnell nach vorne. Ey, wir sind so viele. Jetzt als mit 6 Leuten ist das so schnell durch alles. Ich würde doch mal gerne so einen mit F wegmachen. Ja, das ist gut. Oh, da habe ich. Wer war das? Hast du ja, gemacht? Ja, das auch. War ich ja. Ich habe es gerade noch angesagt und dann habe ich es auch schon gemacht. Mhm. So sieht's aus. Beim Skat kriegst du einen Multiplayer mehr dafür. Mit Ansage, ja. Ja, genau. Alter, jetzt schießt einer auf engstem Raum mit dem scheiß Raketenwerfer rum. Hier sind noch Goodies. Goodies. Oh, Eisen.
Das ist immer gut, einfach mal ein bisschen vorlaufen, dann stirbt man auch. Ja, und hinterherlaufen ist bei dem Spiel ein bisschen langweilig. Das fand ich ja bei Left 4 Dead sehr geil. Wenn man gebummelt hat, hat sich das gerecht. Das hat sich richtig gerecht, ja, das stimmt. Oh. Da kann der Sarazar auch ein Lied von singen. Kann ey, bei mir haben gerade irgendwelche Geigen gespielt oder so. Wir müssen jetzt hier rein, soweit ich weiß. Boah, scheiße, ich muss auf jeden Fall irgendwie mir kaufen, dass man schneller nachladen kann. Ah, die sind schon tot. Dauert immer ewig. Hallo. Na, kommst du her? Ach Mann, lass mir doch mal einen hier mit. Ja, genau, so. Blutig! Der Dead hat aber auch Spaß an dem Spiel, glaube ich. So. Cool. Bei mir kostet mal 44. Echt? Bei mir hat es gerade 10 gekostet. Ah. Jetzt stell ich mir mal vor, die vorderste Reihe. Jetzt hä? Scheiße. Ja, das wird immer einmal resettet dann irgendwie. Wie gesagt, das Spiel ist noch in der Beta, da wird sich auch noch einiges ändern und ich nehme auch an, dass da noch mehr Kampagnen dazukommen werden. Momentan sind aber doch schon immerhin, ich weiß nicht, 15 oder so? Ja, 15 oder sowas. Jetzt wird es ein bisschen haarig, tatsächlich. Jetzt wird es ein bisschen haarig. Jetzt geht es hier richtig ab. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch Leute, also Soldaten haben werden, die hier oben stehen, da wo die Goodies gerade stehen. Da ist... Deadnow hat ein bisschen was abbekommen. Da oben ist noch ein Wild Trooper. Da müssen wir jetzt aufpassen. Genau, ich gehe jetzt nämlich mal mit dorthin, wo... Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ossel? Ossel. Ich geh mal zu Ossel. Ja. Weil dann können wir nämlich die Leute von hier oben so ein bisschen abhalten. Hinter dir? Hinter mir? Ja, jetzt weg. Huch! So. Ich geh die Messer an! Ich nehme jetzt, glaube ich, meine Schrotflinte. Oh, scheiße. Ich liege. Ja, so kann man das auch mal sehen. Ich versuche, dich zu kriegen. Hab dich. Danke sehr. Jetzt geht's mir auch schlecht. Ich muss mal kurz weg. Boah. Ich auch. Aber die anderen sind da. Boah, was ist denn mit dem Typen los hier eigentlich? Der hat ja so... Was ist mit dem Typen eigentlich? So, der ist weg. Der Dicke ist weg. Ich finde den cool. Ich finde ja geil. Den Dicken. So, geht doch. Oh, weißt du, was ich mir als T-Shirt als nächstes mache? Großes R? Corpsegrinder, vielen Dank! Aber warte mal, mit 3 kannst du Granate schmeißen. Ja, stimmt, ja. Da ist auch noch so ein Dicker. Oh, den Deadnow hole ich mal gerade. So. Hier ist alles verqualmt, ich sehe nichts. Oh Gott, mir geht's richtig schlecht. Aber ich habe gerade den Deadnow gerettet. Oh, scheiße. Der Deadnow hat gerade einen richtig krassen Endpunkt gemacht. Aber hier sind wir gestern auch gestorben, aber das sieht gut aus gerade. Wieso komme ich eigentlich hier nicht drüber? Das finde ich total scheiße. Hier geht es nicht weiter, wir müssen wieder zurück. Da wo, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber irgendjemand ist da schon. Oh, was ist das denn hier? Deadnow. Nee, hier ist irgendwie was, was nach was aussieht, aber nichts ist. Wie ihr seht, gibt es kein Friendly Fire. So, Rolliger Rumpel rubbelt roten Rhabarber. Ich habe heute bei den Mods... irgendjemand ist noch ganz weit hinten. Ich rate mal, wer das ist. Der Ossel ist es gar nicht, weil ihr der Beweis ist, dass der Ossel da ist. Ich war es schon. Hey, Papa Wolf. This is AAC speaking. You won't be dropping that on top of us, will you? So. Roger that, Alpha. Ach. Genau, ich habe nämlich heute die Moderatoren Befehle habe ich mit Alliteration versehen. Kannst du machen nochmal ein Beispiel für Alliteration? Der rote Rhabarber rumpelt rassiger Rauschebart. Zum Beispiel. Ossel, Mission Ollis. Erfolgreich. Ach komm, das war's schon. Das ging ja schnell. Oh, warte mal, aber man kann wieder was bekommen, ne? Was habe ich bekommen? Ja, das stimmt. Achtung. Man sieht halt immer nicht, was es ist. So, ja. Ich habe bekommen. Ich habe gar nichts von bekommen. Diesen Sachen habe ich bekommen. Was habe ich bekommen? Noch eine Pistole. Auch eine 44er. Na toll. SP07A Plate. Was ist witzig. Das? Lara hat richtig geiles Schrot bekommen. Hier, der Deadnought hat einen Combat Rifle bekommen, ist nicht so geil. Aber, Flake Muffin hat einen Sniper Rifle bekommen mit einem 385er Average Damage. Alter Schwede, nicht schlecht.
So, ja, aber das jetzt war muss doch man eine das schöne auch gleich, erste Runde. Das muss man jetzt aber auch gleich im Inventar anpassen, ne? Sonst, sonst ist man... So, wer also Lust hat, jetzt noch mitzuspielen, der sollte mir jetzt noch mal kurz eine Anfrage schicken. Wir werden jetzt noch mal eine zweite Runde im Koop spielen und danach in den Deathmatch, in PvP-Modus gehen. Ich werde auch jetzt wieder andere Leute einladen. Infiltration, das kenne ich noch gar nicht, zum Beispiel. Ja. Wie geht denn, wie weist man denn zu? Einfach nur da draufziehen, ne? Ja, du bist noch im Spiel, du musst mal rausgehen, damit ich dich einladen kann. Warte mal, das scheint doch eine Waffe zu sein. Jetzt darf ich nämlich die falsche wegtun. Auch irgendwas kommt. Menü, ich bin raus aus dem Spiel. Ja, jetzt kann ich. Nee. Ich kann ihn nicht einladen. Du bist noch bei mir im Spiel drin. Wie ist mein Menü? Echt? Wie bin ich? Wie kann das denn sein? Alle anderen sind raus. Nur du bist irgendwie. Nicht wie drin. Immer. Wie immer. Ja. Ja, ja. So, warte mal. So, schickt mir bitte Einladungen noch. Leute, liebe Leute. Ich sitze da jetzt. Freundesanfragen über. Ich sitze jetzt in der Lobby eigentlich. Ja, ich gehe mal ganz kurz hier wieder auf Moderation. Ich glaube, es ist Zeit. Klar. Oh, ich muss mal hinten die Lampe anmachen, glaube ich. So. Geh in die keine Stadt. Leute mehr, die mitspielen wollen. So, ich bin jetzt in die Stadt gegangen. Ja. Jetzt müsstest du mich doch eigentlich wieder einladen können, oder nicht? Ich schau mal. Ja, nee. Ich kann dich nicht einladen. Was ist denn da los? Keine Ahnung, dann geh ich mal Spiel starten. Den Battle Commander kann ich auch nicht einladen. Weil ihr irgendwie seid, ihr wird mir so angezeigt auf jeden Fall, dass ihr noch im Spiel seid. Ich bin in der Stadt, ich bin auf gar keinen Fall mehr im Spiel. So, ich guck nochmal, ob bei der Community irgendjemand dabei ist. Go to town. Nee, warte mal, ich geh nicht zur Town. Charakterauswesen an einen privaten Raum betreten, bestätigen. Ich gehe mal in meinen privaten Raum. Okay. So, ich bin jetzt in meinem privaten Raum, da war ich aber auch eben schon. Schade, dass sie kein Metal gemacht haben. Nee, ich kann ihn nicht einladen. Oh Mann! Sonst geh doch mal raus und geh doch wieder rein oder so. Das ganze Spiel beenden. Währenddessen mal eine Philosophiefrage. Oh, das finde ich sehr gut. Genau, währenddessen kurz eine Philosophiefrage. Ich habe die Philosophiefragen alle rausgelöscht, das heißt, es sind jetzt Philosophiefragen drin, die auf jeden Fall neu sind. Und noch nicht. So. Strelox! Bedeutende Frage an das Livestream-Team. Wann haben Tiere eine Seele? Was brauchen sie dafür? Gute Frage eigentlich. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie man aus dem Spiel rauskommt. Ich werde echt bescheuert. Exit unten rechts. Ach so, scheiße. Er hat sich ein bisschen angeschnitten bei mir, deshalb sehe ich es. Ganz so, einfach. Dann, ja, so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. So. Aber man muss sich auch neu anmelden und all the crazy shit. So, also, wann haben Tiere eine Seele? Was brauchen sie dafür? Tell me. Warte mal, ich melde mich eben noch flugs an. Jetzt ist plötzlich das Ding hier verrutscht. Melde dich an. So. Also, Tiere, ich weiß nicht, ob man das wirklich beantworten kann, weil wir werden das niemals wissen, weil die sind nicht so weit entwickelt und man sagt ja, sobald man sich selber. Sprache, ne? Sobald man sich selber reflektieren kann und man hat ja so Tests mit Affen und so, dass sie. Ein Spiegelbild. Ja. Ein Spiegelbild und den ganzen Kram. Und, aber es gibt Tiere, die das können übrigens. Ja, ja, eben. Affen zum Beispiel, glaube ich, die können das. Ja, nicht alle. Also ich habe letztens gerade so ein Video gesehen, wo sie im afrikanischen Urwald so einen riesigen Spiegel aufgestellt haben. Und da sieht man dann, wie so Gorillas davor stehen und halt die ganze Zeit so Drohgebärden machen dem anderen gegenüber. Und so. Ach so. Und also der Test, den die da gemacht haben, ist im Endeffekt, sie haben ein Tier mit einem Spiegel konfrontiert und haben dem Tier das erst einmal so, haben die das kennenlernen lassen und dann haben sie dem Tier irgendwas angehängt. Und zwar an der Stelle, wo es eigentlich nicht sehen kann. Zum Beispiel einem Vogel irgendwo hier irgendwie so einen kleinen gelben Punkt oder so angetitscht.
angeklebt. Und wenn das Tier sich dann im Spiegel sieht und diesen gelben Punkt sieht und dann gerafft hat, Mensch, das ist ja auf mir drauf, also gucke ich da hin und mache mir das weg, dann war das sozusagen ein Beweis dafür, dass die Leute oder dass die Tiere ihr eigenes Spiegelbild erkennen konnten. Und das hat bei einigen Vögeln funktioniert tatsächlich, was sehr erstaunlich ist tatsächlich. Genau, Elstern und Rabenvögel erkennen sich im Spiegel. Elstern heißt ja sehr generell immer, dass sie relativ intelligent sind. Eine Seele ist in Schwaben so eine längliche Semmel. Okay. Ach so, ich glaube, warte mal, auch im Schwabenländle kann man die Seele anders verstehen. Also da stellt sich auch die Frage, ob man Bewusstsein und Seele gleichsetzen kann. Das stimmt natürlich. Generell stellt sich die Frage, was ist eine Seele? Stimmt natürlich. Also eine Seele ist generell etwas schwierig zu definieren, muss man sagen. Vor allen Dingen ist es ja tatsächlich eine sehr religiöse Sache. Insofern. Das? Stimmt. Seele schon. Seele kommt aus den religiösen Ansichten. Ich muss mal gerade, der Maito fragt, ob ich auch Schlösser vor meinen Missionen habe. Wie kommt man die nochmal sehen? Muss ich in einen privaten Raum erstmal gehen, ne? Vor deinen Missionen? Ach so, weiß nicht, wenn du die durchgespielt hast, vielleicht. Doch, weiß ich nicht. Also, warte mal. Wie konnte ich nochmal die Mission sehen? Apply. So. Das wäre eine. Musst du auf Create Room gehen. Ich kann jetzt nochmal gucken, ob du dabei bist. Erstellen? Ja, jetzt kann ich dich wieder einladen. Nee, Malto, bei mir sind keine. Bei mir sind keine Schlösser. Doch, links war jetzt eins, habe ich jetzt gesehen. So, ich lade jetzt Leute ein, die bisher noch nicht gespielt haben. Ich bin bereit. Eine Philosophiefrage haben wir noch. Wir das dann jetzt geklärt mit Seele? Du hast ja jetzt gesagt, wann Tiere Seelen haben. Also ich würde sagen, Tiere, also in meinem Verständnis haben Tiere sowieso schon Seelen, schon immer. Ja? Also ich unterscheide nicht zwischen Bewusstsein oder... Eine Seele ist irgendwie das, was uns plötzlich dazu bewegt, dass wir lebendig sind, dass wir irgendwie reagieren auf unsere Umwelt oder so. Insofern haben für mich Tiere schon immer Seelen gehabt, im Endeffekt. Was mit Pflanzen dann? Die reagieren ja auch auf Licht. Ja, die reagieren auf Licht, aber nicht auf mich. Wer auf Rumpel reagiert, der hat eine Seele. Du Egozentriker. So, hier ist noch eine ganz schöne Frage von Mubi. Wann beginnt eine Generation, beziehungsweise wo liegt und was ist die Grenze zwischen Generationen? Die Frage nach dem Ei und dem Huhn, die nie beantwortet wurde. Nee, wieso? Weil mit jedem Leben bist du der Startpunkt einer Generation. Ich glaube, eine Generation ist halt immer subjektiv. Das ist das Problem, ja. Wir haben eine Generation, die beginnen... oder sagen wir mal so rum, es gibt ganz viele Generationen und zwar immer in einjährigen Abstand. Wir sprechen nur meistens von einer Altersgruppe, ja? Und unsere Altersgruppe bedeutet dann eben, wir sehen uns als gemeinsam als eine Generation und dann gibt es wieder Unterschiede zur nächsten Generation, die irgendwie, sag ich mal, 20 Jahre beträgt oder so. Ja? Aber natürlich gibt es diese Abstufung in allen Kategorien. Das heißt also, wenn jetzt irgendjemand mit 1990 anfängt und sagt, 1990 bis 2010 ist eine Generation, dann das nächste ist eine Generation. Dann gibt es natürlich auch welche mit 91 und 2011 und 92 und 2012. Insofern hängt das immer von der subjektiven momentanen Definition ab. Also unsere Generation wächst ja auch die ganze Zeit. Man sagt das ja auch. Eine Generation wächst heran oder irgend sowas. Ne? Also die bewegt sich dann allmählich in andere Gefilde und irgendwann sind wir dann plötzlich die alte Generation. Ne? Offiziell beginnt eine neue Generation alle 25 Jahre. Das wusste ich nicht, dass das tatsächlich offiziell auch gesehen wird. Dass es offiziell so gesehen wird. Du kannst Generationen ja auch als Kohorten sehen. Das liegt halt immer in der Definition. Ja, Kohorten. Also im Endeffekt Gemeinsamkeit, was das Alter betrifft im Endeffekt. Ne? Sind wir gerade in Generation Facebook oder schon weiter? Ach stimmt, es gibt auch noch eine andere Definition von Generation. Und zwar eine Gemeinsamkeit im Verhalten. Ja, also generationsumfassendes Verhalten. Sind wir Generation, die Spaßgeneration oder sind wir die Facebook-Generation? Wir sind die Zocker-Generation und ich würde sagen, wir fangen an.
Ja, das war eine elegante Überleitung. Geil, ne? Ja, total elegant. Na gut, geil. Dann gehe ich mal hier wieder rüber. Achtung, jetzt fällt mir hier gleich alles um. Ja, das sind so manche Fragen, finde ich, sind so Diplomarbeiten für Psychologie oder so. Ja, das stimmt. So, ich mal ein bisschen hier rüber, dann sieht man mich besser. Oh, ich habe ein Schild! Ah, statt einer Waffe habe ich jetzt ein Schild. Boah, geil! So, Titan's Eye, Ozzel. Er ist hier. Lini! Gabo? Sind wir schon zu sechst? Wen habe ich denn noch nicht vorgelesen? Baltur! Ah, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil wir keinen so OP-Typen dabei haben, wie den Dead Now zum Beispiel. Moving to Rally. Wie benutze ich denn das Schild? Oh geil, was für eine Technik die haben. Fahrstühle und alles. Boah, aber guck mal, ich habe Fahrstühle, wo man die Wand sehen kann, finde ich ja immer so ein bisschen scary, ne? Auf jeden Fall. Da sehe ich zermahlene Knochen und Fleisch. Ja, da die labern wieder. Das ist natürlich so im Livestream Multiplayer ist es ja völlig irrelevant, ob die labern. Oh, da hat jemand wieder hier geblutet. Monatsblutung. Ey, super geil, ich habe ein Schild. Nice. So, hier, die Linie legt den Schalter um. Guten Tag. Alles noch viel zu easy, wir brauchen mehr Gegner. Gegner? Ihr könnt mich immer vorschicken. Mir kann nichts mehr passieren. Ich habe ein Schild. Ja? Ja. Ach, geil, du hast ja wirklich ein Schild. Ja, sag ich doch. Du hast Zeit gehabt, auch auszurüsten. Ich dachte, du hättest einfach so ein Rüstungsteil oder irgendwo. Du hast ja richtig einen geilen Schild dabei. Naja, das wusste ich auch nicht bis dahin. Oh. So. Aber den muss ich bestimmt permanent reparieren. Wie man einfach alle irgendwie durcheinander ballern, einen treffen würde, so wie wir Friendly Fire hätten, dann wären wir sowas für tot. Cool, jetzt geht's aber ab hier. Na komm schon. Ach Gott, der war schon weg. Ich glaube, so ein Schild tut gerade mir ganz gut in diesem Spiel. Ja, das würde allen gut tun, glaube ich. Ich will auch noch Munition. Ich muss immer 91 Gold ausgeben. Was ist denn da los eigentlich? Ich minus 89 gerade, aber ich habe, glaube ich, ja gut. Ja, der Titan's Eye, der weiß auch, wo es lang geht. Das habe ich auch gemacht. So, da geht's. Das kriegt übrigens jeder. Also wenn man so Kisten aufsammelt oder so, kriegen das alle in der Gruppe. Das ist also nicht unfair oder irgend sowas. Sechs Bomben insgesamt. Da, dann gehe ich mal dahin. Und guck mal, was wir hier haben. Was wollte der denn eigentlich hier? Unfassbar. Boah. So. Ah, da wird schon mal die Linie, glaube ich. Hey, wieso kann ich nicht schärfen? Weil die Linie das schon macht, glaube ich. Ja, aber ich habe vor der angefangen. Ein Lini! Das ist doch meine Aufgabe. Ey, du mit dem Schild musst eigentlich als Tank irgendwie dastehen und den Leuten, die entschärfen, richtig schön Schutz bieten. So müsste das eigentlich sein. Ach so, warte mal, jetzt hänge ich hier dran und mach die. Ja, jetzt hat die Lini mich echt gelassen, das ist aber lieb, danke. Danke. Vielen Dank. Und so, was hier? Ich glaube, hier geht's weiter. Hier ist die nächste Bombe, weiter unten. Jetzt hast du doch sowas ein bisschen Metal-mäßiges. Ja, stimmt, das ist ganz geil eigentlich. Ja. Aber das ist ja von mir eingespielt. Ach so. passt sehr gut. Aber wieso entschärft man jetzt die ganzen scheiß Bomben und es kommt keiner? Das weiß ich auch nicht. Wo ist denn da der Sinn jetzt? Das weiß ich auch nicht. So, vielleicht habe ich auf einfach gestellt. Ich glaube, man kann da auch noch die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeben. So. Hilfe, ich bin gerade das Abendessen für 100 Mücken, sagt Zockerlilie. Das ist natürlich nicht gut. Oh. Ist dein Wohnhaus irgendwie an einem Teich oder so? Oh! Zwei von den Viechern. Ja, genau. Granaten. Einfach alle Granaten werfen. Ja, stimmt. Wollte ich nicht. Keine Chance. Ja, das ist die Granate. Ja, genau. Da, die Granate. Die Postgranate ist das. Die kommt ein bisschen zu spät. Genau, na, damit man sich sicher ist. Das war echt ganz lustig, das Spiel. Hier habt ihr Fliegenklatsche. Für die Mücken. Keine Ausrüstung brauche ich. 89 Mark habe ich verballert zum Sammelpunkt gehen. So. Die Lini ballert wieder auf mich rum. Auf mich ein. Geld!
Kohle, Kohle, Kohle. Der Gabo weiß nicht, wo es lang geht. Geht nämlich hier lang. Oh, was ist hier los? Alter, was ist mit denen los? Lauter halbnackte Zombie-Frauen. Waren alle auf Toilette. Ich möchte nicht wissen, wie das da jetzt riecht. Ja, nicht gut. Ich gehe vor, ich habe ein Schild. Nee, ich bin vor dir. Und der Gabo auch. Der Gabo ist auch. Aber ich gehe vor, ich habe ein Schild. Mach das scheiß Ding auf. Ich will hier raus und kämpfen. Ja, nachladen ist auch eine gute Idee. So, läuft doch. Hier ist ja nichts los, aber tote Hose. Geld habe ich für uns gesammelt. Nice. Nice. Alle lassen Gabo Level 1 in alleine, während er... Mhm. Ah. Aber Gabo ist ja sonst ganz gut beim Spielen. Aber hier sind doch jetzt draußen relativ viele. Es geht eigentlich. Noch geht's. Ich gehe mal zu der anderen Bombe und mach da nochmal Defuse oder Dismantle, ja. Nee, das mach ich schon. Ey, Lee, stehst du da so rum? Untote Hose. Control Room, we've disarmed all the bombs. Reader. Na, jetzt kommen sie alle. Nach und nach kommen sie jetzt doch alle mal. Oh, da hat irgendeiner was gemacht, was mir auf jeden Fall Schmerzen bereitete. Immer mal schön Schopfküsse. Außer bereitete. Ne? Schopfkuss! Man kann wir ja mal versuchen, Gamer. Also in seinen normalen... Wir sein oder wenigstens spitzen. Okay. Ah, in seiner normalen Rede... in seiner normalen Rede immer versaute Wörter mit reinmachen. Was soll ein Titte zum Beispiel? Was soll ein Titte? Ich glaub, wir müssen was machen der da? Was soll ein Titte? Nee, wir sind jetzt gerade zurückgelaufen. Oh Gott, also, unsere Community-Gruppe ja, völlig ver... Wer war das? Wir müssen Schuldigen finden. Ja, aber echt. Ossel. Der, ja, nee. Der muss voll. Wie aber alle sind. Total schnell laufen. Level 1 Gabo, der weiß, glaube ich, wo es lang geht. Oder der tut wenigstens so, als wäre er. Ja, hier, das sieht gut aus. Da oben müssen wir hin, da steht das doch. So, wie kommen wir nur dahin? Da steht das doch sauber. Sauber, Rumpel. Ach so, hier geht das hoch. Das sah so aus, so komisch. Hast du nicht mal gerafft, ne? Was? Nee. Hier steht das doch sauber rum. Du machst mein Spiel auch gar nicht mit. Mitte. Mit, nee. Du weißt, das perverse Spiel, das Zweideutigkeitsspiel. Ja. Oh, ich kämpfe mit dem Ding hier. Wo sind denn alle? Alter, ihr seid so schnell. Ihr seid so schnell. Ihr rafft auch immer alles so super. Ja. Fernbedienung. Ich versuche jetzt die ganze Zeit irgendwelche perversen Begriffe reinzubringen, aber es gelingt mir nicht gerade. Hier geht's los. Annihilate the enemies in the entrance hall. Ja. I'm coming. Haha, ich komme! Das war jetzt... Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr geil. Mal sehr geil. Sehr geil. Warte mal, ich muss mal gerade das Geld verdienen. So. Ah, scheiße. Jetzt kann ich wieder um andere Leute kümmern. Oh, geil, dem ist ein Gehirn rausgeflogen. Nee. Ja. Der war am Abspritzen. Genau, ja, den wollte ich auch bringen, aber ich hab... Schopfkuss! Fand den dann doch nicht gut genug. Hier ist eine Londoner U-Bahn. Oh, das ist ein Dicker hier. Guck mal an. Ah, wir haben hier so einen Granatwerfer von den Gegnern. Oh, jetzt will er mich. Nein, jetzt will er mich doch nicht. Nice. Mit so einem Healing Pot. Kann ich euch irgendwie hochhelfen? Nein. Ihr seid beide auf dem Boden gelegen. Oh, das hier, war lustig. Muni! So, annihilate the enemy troops. Hier ist Exit. Hier könnte es sein, dass wir hier lang müssen. Kohle. So. Das ist alles viel zu einfach. Wir brauchen Ausrüstung wurde repariert. Ich glaube, diesmal hat es tatsächlich gekostet. Ey, was geil. Los? Get to the rally point und dann werden wir zurückgesetzt, obwohl wir schon kämpfen. Irgendwie. So, da kommen Zombies. Weißt du denn, wer das Spiel gemacht hat ungefähr? Also meinst du jetzt die Firma oder meinst du die Leute, die das gemacht haben? Ist es eine deutsche Firma? Nee.
Ich glaube sogar, das ist auch was Asiatisches hier, aber da bin ich jetzt auch wieder nicht so ganz sicher. Habe ich leider kein Briefing bekommen, sondern einfach nur. Crass! Ey, Crass! Gesehen, das Spiel gesehen und dann losgezockt. So, soll, das sah, so ganz, soll es auch sein. Sah ganz interessant aus. Ja. So. Finde ich auch. Find ich auch. Nee, die was kommen so, die alle aus dem Bereich. Da muss irgendwie was. Was umsonst gegeben haben. Und zwar. Wir müssen echt den Schwierigkeitsgrad hochsetzen. Das ist zu einfach. Wir leben alle noch. Aber man sieht ein bisschen. Man sieht ein bisschen was vom, von der Welt hier. Finde ich auch schön eigentlich. Kommt da noch was? Suche gerade Schalter. Steht das hier? Ein Ticket. Wir machen, von der anderen Seite. Jetzt können wir von der anderen Seite. Wir müssen ein Metro-Ticket kaufen. Ah, Mummi, hier hol ich mir. Katsching. Aber so dieses Balancing ist ja auch immer echt eine schwierige Sache. Ne? Mal ist es dann irgendwie, gestern war es ja auch so. Wir haben gespielt, alles viel zu einfach. Und dann plötzlich wurde es zu schwer. Ja. Ja, es ist ja, Balancing ist echt ist die Königsdisziplin. Ja, weil du auch unterschiedliche Spieltypen hast. Auch das. Also weil... ja, und weil es halt irgendwie schwierig wird, wenn... Also, ja, dieses ständige Ausgleichen... Oh, ne, hier geht's nicht lang. Das wäre noch ein guter Weg für ein System. Das wäre nicht schlecht. Naja, du hast halt ein Bild, wo du hin sollst, ne? Alle reden über Kakao oder Kekse im Chat. Ist ja ein Ding. Wenn sie so blutige Sachen sehen, ne? Aber sind wir wieder hier. What the fuck? Geil. Jetzt geht's hier nochmal los. Irgendwas ist gerade verwirrend. Ja, aber auf jeden Fall. Oder? Hier waren wir doch gerade. Da ist eine andere Granate drüber. Nice. Ich mag ja meine Schrot lieber als das Gewehr. Also warte, ich habe mein Schild gar nicht vorne. Ha! So. Und nun? Andere Seite? Aber ich bin, glaube ich, nicht so. Ja, wie der Titan Eye schon auf der anderen Seite steht und dort hofft, Zombies abzuhalten. Weiter rennen. Aber da kommen sie auch. Na? Wirst du wohl sterben? Also richtig sterben? Oh, da kommt man nicht hin. Das ist ja schade. Da laufen jetzt alle einmal hin und versuchen, die Munition aufzunehmen. Hab ich dich gesehen, Die kommen da drüber, aber wir nicht. Ja, aber echt, ey. Die Zombies sind bewegungsfähiger als wir. Ah ja, hier wird auch schon synchron gesprochen. Ja. Ah, da kommen noch welche. So, zack, zack. Also wir haben jetzt 3 Punkte, wo Incoming ist quasi, ne? Oh Gott. Aber es ist trotzdem noch zu einfach. Weil wir sind zu gut. Jetzt meinen, ja, wir sind zu gut. Jawoll. Ein Schuss mit der Schrot und weg sind wir. Alle sind am Reloaden. Ja. Lade nach! Oh, mit Q kannst du übrigens die Perspektive quasi wechseln. Also ja, schon von links nach rechts. Ja, das stimmt. Es wird auch im Tutorial gesagt. Das Tutorial ist übrigens relativ umfangreich. Wahnsinn. Alter! Was ist denn da oben los? Boah, geil, da so. Sieht gut aus. Das gefällt mir sehr. Ah, den sollten wir vielleicht abschießen. Boah, er kommt! Oh, what? Geil. Ah, welche ist das schon? Nice. Was ist das hier? Eine Mine. Ich finde bei Tor 2. Ja, die Fallen sind bei Tor 2. Die Fallen sind bei Tor 2? Die Feinde. Die Feinde. So. Hä? Der sieht ja crazy aus. Hast du gesehen, dass die Spiegelung war einfach nur die Textur auf der Brille? Echt? Ja. es so. Gibt wieder neue Sachen. Level up! Juhu! Level 5 habe ich bekommen und ein Geschenk. Ich wähle rechts oben und bekomme... GG easy. Ja, das stimmt wohl. Die meinen aber spannend. Oh, ich habe was Cooles bekommen, glaube ich. Ja, ein Sniper-Rifle mit 385 Damage. Da siehst du mal. Ich habe das
das geile Sniper Rifle bekommen. Ich glaube, das ist die beste Waffe, die man gerade bekommen konnte. Geil. Yes. So, werde ich natürlich direkt einsetzen, wenn wir jetzt PvP... Präzisionsschrot füttert die Lini. Zahlgerumpel, ja, ja. So, jetzt machen wir noch PvP, oder? Ja, mach doch mal. Wenn das denn schon wieder... Wenn das denn klappt. Sollen wir Sabotage...